Was habe ich hier gelernt? Ich habe gelernt, dass die Differenz über die Rolle Deutschlands und der Deutschen tiefer geht als erwartet, dass die Linke in den kommenden Jahren noch manchen ans teure Vaterland verlieren wird, wie sie schon so manchen Streetfighter an die Nation verloren hat. Was ich vorschlage, habe ich hier von Thomas Ebermann gehört, der es auch schon mal von mir gehört hatte, wie ich es irgendwie ganz ähnlich von Michael Stamm will sagen, neu ist es nicht, Chancen hat es bisher nicht gehabt, vielleicht findet es jetzt eine. Ich schlage vor, keinen und erst recht keinen angestrengten Versuch zu unternehmen, im Anblick der deutschen Lichterkette, die von Rostock über Mölln bis Solingen reicht, die noch vorhandenen linken Strömungen programmatisch, theoretisch zu vereinheitlichen. Das heißt, mit dem Argument, dass angesichts der Gefahr von rechts jetzt Differenzen zurückgestellt werden müssten, Leute etwas unterschreiben zu lassen, was ihrer Überzeugung nicht entspricht. Das heißt, sie zu Renegaten ihrer Überzeugung zu machen, ihnen das Kreuz zu brechen. Wohin das führt, wenn Renegatentum die Voraussetzung für praktisches gemeinsames Handeln wird, hat die Geschichte der Grünen exemplarisch vorgeführt. Ist das Kreuz erst einmal gebrochen, ist man sehr bald zu jeder Wendung fähig. Ich schlage also vor, auf den eigenen Erkenntnissen zu beharren, in der Kritik der Verhältnisse, zu der gerne mal auch bei mir etwas Selbstkritik gehören darf, auch dann nicht nachzulassen, wenn man sich mit anderen zu praktischen Taten zusammentut. Und in dieser Haltung bereit zu sein, als unerträglich empfundene Zustände, wenn nötig, gegen schlimmere, mörderische zu verteidigen. Aber eben nie, um es durch Wiederholen ganz unmissverständlich zu machen, ohne die Verhältnisse, die man da verteidigt, weiterhin unerträglich, das kleinere Übel nicht ein kleines Übel, sondern das zweitgrößte zu nennen. Den Menschen, den ihr da gerade gehört habt, dessen Stimme ihr gerade vernommen habt, ein bisschen auf einer verrauschten Aufnahme, die Stimme ist die von Hermann Kremlitzer. Und zwar, wie er sie im Juni 1993 erhoben hat auf dem Konkret-Kongress, also das Magazin Konkret, hat im Juni 93 einen Kongress veranstaltet und dieser stand unter dem Motto, was tun? Diese Frage stellten sich verschiedene Autoren dieses Magazins mehrere Tage lang, ich glaube eine ganze Woche ging dieser Kongress ausgiebig. Und in diesem Ausschnitt, den wir jetzt eben gehört haben, da habt ihr Kremlitzer gehört, wie er eben unter den Eindrücken auch der rassistischen Brandanschläge und Morde an Migrantinnen und Migranten stand in Rostock-Lichtenhagen und Mölln. Wir erinnern uns Anfang der 90er Jahre. Und Hermann Kremlitzer hat in dem Ausschnitt, den wir eben gehört haben, eindeutige Worte gefunden und hat sich klar positioniert gegen falsche, scheinbar linke Bündnisse und für das kritische, auch das selbstkritische Befragen und Betrachten der Verhältnisse, in denen wir leben. Am 20. Dezember 2019 starb Hermann Kremlitzer im Alter von 79 Jahren und wir blicken deshalb in den nächsten Minuten zurück auf Kremlitzer und gedenken ihm, einem bedeutenden Kritiker unserer Verhältnisse, einem scharfsinnigen und scharfsinnigen Autoren, der zumindest mich persönlich und mein Nachdenken über unsere Verhältnisse und ich glaube auch sicherlich den einen oder die andere Hörerin und deren politische Analyseversuche die letzten Jahre und Jahrzehnte begleitete und unter anderem folgender Tweet schien mir irgendwie naheliegend, den fürs Radio hörbar zu machen. Wir hören eine Reaktion auf Hermann Kremlitzers Tod. Und da wohnte man dann als Teenie in irgendeiner Provinz und fand das alles nicht richtig, was da passierte und dachte so lange, dass man damit fast ganz alleine ist. Und dann entdeckte man konkret, was ein Glück, dass es Hermann L. Kremlitzer gab. Das andere, bessere Deutschland gibt es nicht. Was es gibt, das sind die Deutschen und ein paar Menschen, die auch in dieser Gegend wohnen. Dieses Zitat stammt von Hermann Kremlitzer, dem Chefredakteur des Hamburger Magazins Konkret. Wir blicken in den nächsten Minuten auf sein Leben, vor allem auf das, was er im linken, sogenannten linken Diskurs unternommen hat und eben auch als Herausgeber, der konkret maßgeblich mit auf den Weg gebracht hat. In dieser monatlich erscheinen Konkret, da konnte man in aller Regel auf einer der ersten Seiten Hermann Kremlitzers Kolumne lesen. Da hat er in unbeschönigendem Ton aktuelle Diskussionen und Geschehnisse aufgenommen und nicht selten welche, die dieses
dieses Land, also Deutschland, betrafen und beschäftigten. Und er wies dabei oft auf das Narzisstische hin, das die Gesellschaft, die Politik und auch die Medien durchzieht, das aber nur selten als das entlarvt wird, was es ist, nämlich gefährliche und menschenfeindliche Weltbilder. Wir müssen uns auch vergegenwärtigen, Hermann Kremlitzer starb am 20. Dezember 2019 im Alter von 79 Jahren, sprich er hat ein paar Jahrzehnte mehr auf dem Buckel gehabt als ich bisher und dementsprechend hat er auch die Kontinuitäten des nationalsozialistischen Deutschlands nochmal auf eine andere Art und Weise mitbekommen, als das Leuten möglich ist, die in den späten 80ern oder 90ern geboren ist. Nicht, dass wir das nicht auch sehen könnten, aber ich gehe davon aus, dass man eben als jemand, der 1940 geboren ist, das irgendwie nochmal anders zu spüren bekommen hat. Und eine Sache, die wir jetzt in den nächsten Minuten angucken wollen, das ist Kremlitzers Blick auf Deutschland im Juni 2019. Wir erinnern uns, letztes Jahr wurde der hessische Regierungspräsident Walter Lübcke von einem Neonazi ermordet. Und im August 2019, da hat Kremlitzer in der vorhin erwähnten monatlichen Kolumne von ihm in der Konkret auf eben diesen Mord Bezug genommen und hat eine Kolumne geschrieben unter dem Titel Nazi to be. Und diese hat er jeden Monat dann auch unseren Kollegen vom FSK, dem Freien Senderkombinat in Hamburg, eingelesen. Und sie waren so also auch für die Hörerinnenschaft der Freien Radios nachzuvollziehen. Und wir hören im Folgenden diese August-Kolumne aus dem Jahr 2019 von Hermann Kremlitzer, in der er auf das ganz normale Deutschland, auf ganz normale Deutsche in TV und Rundfunk blickt, die Kremlitzer zufolge nichts anderes sind als Nazis. Wir hören also Kremlitzer und seinen Text Nazi to be. Und wichtig zu wissen, dieser Text, der stand unter einem Motto, das er, ja, wo er sich selber zitiert hat, nämlich aus seinem Buch Haupt- und Nebensätze hat er das Motto entnommen, nämlich tödliche Seuchen. Dieses Motto der Kolumne Nazis to be voran. Tödliche Seuchen. Das Mittelalter hatte die Pest und die Cholera. Die Neuzeit hat das gesunde Volksempfinden und den gesunden Menschenverstand. Das gesunde Volksempfinden hat Namen. Einer ist Plassberg. Der Staatsfunk WDR präsentiert ihn einmal die Woche mit einer Talkshow, deren Gäste um die Gunst des Moderators buhlen, wobei Bilder vom Zustand der Gesellschaft entstehen, wie sie Karl Eduard von Schnitzler von den Westdeutschen zu zeichnen einst sich bemühte. Mittenmann liest eine Brigitte Büscher vor, welche Post ihr gesunder Menschenverstand aus dem Netz gefischt hat. Immer mit von der Partie mindestens ein erklärter Nazi und zwei als Journalisten, Literaten, Lobbyisten oder Professoren getarnte. Zur Diskussion über den Mord an dem Regierungspräsidenten Lübcke hatte Plassberg einen Oberstleutnant A.D. Junge von der AfD Rheinland-Pfalz gebeten, dem der Gastgeber zum Schluss mit Trude Herr zu reden, in de Fotjegruffe ist. Sie hatten das letzte Wort, sprach Plassberg. Sie hatten nicht den Eindruck, an einem Tribunal teilgenommen zu haben. Vielleicht legt diese auf Hindenburg rasierte Karikatur eines Menschen beim nächsten Volksgerichtshof ein gutes Wort für ihn ein. Wer oder was das ist? Ein Nazi? Primitiv sei es, hat vor Jahren der deutsche NS-Diplomat Erwin Wickert gesagt, Mitglieder der NSDAP Nazis zu nennen. Andere zählen die Mitglieder oder die Wähler einer braunen Partei zu dieser Spezies. Doch auch das verschleiert mehr, als es offenbart. Es gab Anfang der 20er Jahre in Weimar mehr Nazis als die sieben Vereinsmeier, die eine NSDAP gründeten, und die paar Tausend, die sie wählten. Ein paar Jahre später waren es 10, dann 50 Millionen, aus denen am 9. Mai 1945 über Nacht 50 Millionen Demokraten wurden. Es waren noch immer dieselben Leute. Und nichts, was seither geschah, hat Wesentliches geändert. Als der Christdemokrat Lübcke seine hessischen CDU-Wähler mahnte,
für Werte einzutreten und jedem Deutschen, der diese Werte nicht vertritt, den Rat gab, dieses Land zu verlassen, gelte ihm ein wütendes Pfui des Publikums entgegen, das vor Jahren den hessischen Christdemokraten Martin Hohmann dafür gefeiert hatte, dass er die Worte Juden und Tätervolk zusammengemengt hatte. Hohmann sitzt jetzt wieder im Bundestag, abgeschminkt für die AfD. Andere, sehr viele andere, sind noch dort, wo Nazis zu Nicht-Nazi-Zeiten zu sein pflegen, in der Mitte der Gesellschaft und ihrer Parteien. Die CDU in Sachsen, dem Land, in dessen Hauptstadt jeden Montag die Pegida-SA ungerührt und ungestört den Mord an Lübcke feiert, hat dazu eine Denkschrift verfasst. Ich zitiere: Nationale Identität, Stolz und Heimatverbundenheit haben nichts mit nationalsozialistischer, rechtsradikaler oder revanchistischer Politik zu tun. Linke Parteien und Gruppierungen haben diese Zusammenhänge auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen über Jahrzehnte erfolgreich untergraben. Zitat Ende. Der CDU Sachsen Dank und Anerkennung für ihre Innovation. Wie der Lackmusstreifen den ungesunden Säuregrad des Urins, so gibt das Ja zu ihrem Text an, ob der Proband ein Mensch ist oder ein Nazi to be. Dass der oder die, den mit der Meute, die den Lübcke gejagt hat, hetzte auch Erika Steinbach, von 1998 bis 2014 Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, danach, Zitat, Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, heute Vorsitzende der Nazi-Parteistiftung, dass also der oder die als jene Normalos, die Bild so liebt, durchs Leben gehen, haben schon Adorno und seine Mitstreiter 1950 in den Studien zum autoritären Charakter untersucht, mit für die empirische Sozialforschung ihre Skalen, Interviews und Strichlisten typischen dürftigen Erfolg. Mit Denken, wie in seinen Essays zur Dialektik der Aufklärung oder zum Jargon der Eigentlichkeit, wäre Adorno das nicht passiert. Was er, leicht gehemmt durch das Streben, bei denen Professor zu werden, deren Defekte er erforschen wollte, suchte, hat Christopher Browning 1993 am Reserve-Polizeibataillon 101 beim Abschlachten von Menschen zur Endlösung in Polen gefunden. Zitat, ganz normale Männer, so der Titel seiner Studie über die Väter und Großväter jener Hamburger Polizisten, die heute linke Zecken jagen. Normalos, ganz normale Männer und Frauen, Nazis, die am 9. Mai 1945 ihren Weg in die Latenz antraten, indem sie zu den neuen Parteien liefen, sind noch immer als Mitglieder wie als Wähler bei CDU, CSU und FDP, aber auch bei SPD, Grünen und Linkspartei, die es an nationalem Stolz, Identität und Heimatverbundenheit allesamt mit der CDU Sachsen aufnehmen können. Gleich unter welchem Label. Wertkonservativ zum Beispiel ist nur ein anderes Wort für ökofaschistisch. Im Verein, am Stammtisch, wie bei der Bundeswehr, der Polizei, dem Verfassungsschutz geben sie den Ton an. Beim Bundesnachrichtendienst sind sie unter sich. Dämpfte zu Zeiten des Streits über die Bezahlung einiger Zwangsarbeiter die Furcht vor Imageverlust ihres Made in Germany, des Kapitals Liebe zur nationalen Identität, entdeckte speziell der sogenannte Mittelstand seit einiger Zeit ein Herz für Schmuddelkinder. Und es wunderte im unwahrscheinlichen Fall, die Menschheit den nächsten deutschen Weltkrieg überlebt, kein bisschen, wenn irgendwann ein Remake des 1940 erschienenen Buchs von Fritz Thyssen herauskäme, I Paid Hitler. Die Landsleute vertreiben sich die Zwischenzeit mit der ersatzweisen Pflege angrenzender Ressentiments. Der Spiegel, der einst Displaced Persons
Obdachlose, aus den KZs befreite Juden verfolgte, führt nun einen Kreuzzug gegen die Macht der Clans. Arabische Familienbanden haben den Staat verhöhnt, jetzt schlägt er zurück. Sie kennen den Paragraphen des Gesetzbuchs nicht. Der Staat verhöhnen bestraft und mit Razzien im Morgengrauen ahndet. Der Nazi to be kennt ihn auswendig. So auswendig wie so geht der Gaucho, der Gaucho, der geht so, oder freie Fahrt für freie Bürger. Und trotz jedem schwedischen Klimateufel mit Volksmusik unterm Hakenkreuz und Kanaken nach Anatolien oder ab ins Mittelmeer. Inmitten von Plassbergs, rechts aber pampig, thronte Herbert Reul, CDU-Innenminister von Nordrhein-Westfalen, der, als das Verwaltungsgericht Düsseldorf und dann das Oberverwaltungsgericht des Landes die Abschiebung des Salafisten Sami A. untersucht hatte, die Richter ermahnte, Zitat, immer auch im Blick zu haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen, wie sein Gastgeber, ein gesund empfindender deutscher Volksgenosse to be. Hermann Kremlitzer habt ihr da eben gehört mit seiner Kolumne Nazis to be aus dem August 2019. Am 20.12.2019 starb Hermann Kremlitzer und wir blicken zurück auf ja sein Leben und auch seine Rolle, die er im linken Diskurs spielte. Und bevor es Musik gibt, hat der Punk-Supermarkt ein Zeitdokument mitgebracht. Zwar eine historische Aufnahme ist das. Dazu ist zu sagen, ich habe recherchiert mit Musik mit Kremlitz, habe nicht viel gefunden. Eine Anekdote, die ich gelesen habe, dann bei Wikipedia stand, dass ein Anlass, den Kremlitzer dazu bewegt hat, aus der SPD auszutreten, war das Singen der Nationalhymne der CDU, SPD und FDP am 9. November 1989 im Bundestag, eine spontane Aufführung. Die Aufnahme habe ich jetzt nicht. Ich habe dagegen die Aufnahme vom 10.11.1989, also die sogenannte Schöneberger Fassung, wo Helmut Kohl, Walter Momper, Hans-Dietrich Genscher, Willy Brandt und als Liedsänger Jürgen Wohlrabe die Nationalhymne singen, das Deutschlandlied, die dritte Strophe, begleitet von einem Pfeifkonzert. Die Aufnahme wurde von der Taz damals auf einer Flexi 7-Inch zu einer Ausgabe 89 beigelegt. Zum Abschluss unserer Kundgebung wollen wir gemeinsam das Lied anstimmen, Einigkeit und Reich und Freiheit. Hermann Kremlitzer, der schrieb an gegen alles, das das Leben der Menschen im Negativen beeinträchtigte, um es ganz allgemein auszudrücken, gegen rechte Politiken etwa, gegen Kapitalismus, gegen einen falsch verstandenen Begriff von Vernunft oder Demokratie. Seit 1974 war Hermann Kremlitzer Herausgeber der Monatszeitschrift Konkret, die er maßgeblich auch mitprägte. Er schrieb in dieser Konkret nicht für die Quote, definitiv nicht. Er schrieb nicht gefällig, eher das Gegenteil war der Fall.
Vielleicht auch deshalb verlor die konkret, seitdem sie von Kremlitzer, also seit 1974 herausgegeben wurde, einen Teil ihrer Leser. Immer wieder gab es Reaktionen auf die ein oder andere Kolumne von Kremlitzer und ja, wurde als Anlass genommen, eben das Konkret-Abo zu kündigen. Unternehmerisch agierte Hermann Kremlitzer also offenbar nicht klug, politisch aber blieb er gerade, wenn man das so sagen kann. Er griff Kritisierenswertes mit dem Mittel an, das er am besten beherrschte, nämlich mit der Sprache. Und dass er das nicht nur in der Theorie machte, konsequent für dasjenige eintrat, was ihm als richtig schien, das zeigt der Umstand, den wir in, naja, vor 3-4 Jahren beobachten konnten, nämlich als Hermann Kremlitzer dem Suhrkamp Verlag die Rechte an seinem dort 2016 erschienenen Buch Haupt- und Nebensätze entzog. Der Suhrkamp Verlag, der veröffentlichte nämlich Bücher von Uwe Tellkamp, der, naja, immer weiter nach rechts tendierte und seine Publikation, was für Hermann Kremlitzer wiederum Grund genug war, sich vom Suhrkamp Verlag eben nicht allein verbal zu distanzieren, zu sagen, findet er nicht in Ordnung, findet er problematisch, sondern Hermann Kremlitzer hat sich konsequent von ihm getrennt, hat eben dem Suhrkamp Verlag die Rechte an sein Buch entzogen. Und jetzt gucken wir aber in eine Zeit, die vor 1974 liegt, also in eine Zeit, in der Hermann Kremlitzer noch nicht die Konkret herausgab, in der arbeitete er für den Spiegel. Dieses Blatt, das hat er schon im letzten Beitrag kritisiert. Er hat in einem Gespräch letzten Sommer, also im Sommer 2019, mit einem Kollegen vom FSK Hamburg, also dem Freien Radio in Hamburg dort, über diese Zeit, also über Kremlitzers Zeit beim Spiegel gesprochen und übte darin auch Kritik an sich selbst und ja, seiner Generation damals. Ich habe ja da mal als Redakteur gewirkt und versucht zu erklären, was hat die deutsche, nennen wir es mal Linke, mit diesem Blatt eigentlich je am Hut gehabt. Also wenn wir uns erinnern, 1962 die Spiegelkrise, da saßen wir uns einen kalten Arsch auf den Stufen des Henry Ford Bows der FU Berlin und hatten Plakate, auf denen stand Spiegel tot, Demokratie tot. Also als wäre dieses Blatt ein wirklicher, in irgendeiner Form authentischer Ausdruck von Kritik oder Opposition zu den gesellschaftlichen Verhältnissen. Und das war also eine derartige, ich würde es mal eine Fehlweisung nennen. Das war es nie. Und das war es auch zu unserer Zeit nie. Also als ich mich dort rumtrieb und eine gewisse Rolle spielte, war es das nicht. Und wem die Kritik zu gelten hat, ist in dem Fall fast mehr mir als dem Augstein. Wir haben es falsch gesehen. Er war immer ein Wehrmachtsleutnant und ist geblieben bis zum Schluss. Und das war sein Erfolg. Das ist bis zu dem Gespräch am Schluss seines, nicht seines, erstmal des Lebens dieses Nazi-Idioten Heidegger. Aber das Gespräch mit Heidegger in Todtnau-Berg, also das war der Höhepunkt in der Geschichte des Spiegel. Auch die Eintragung, die er da in das Gästebuch von Herrn Heidegger gemacht hat. Und dann, wen nimmt er mit als Interviewpartner zu diesem Interview mit Heidegger? Nimmt denn Georg Wolf mit, seinen Redakteur, den er 40 Jahre vorher eingestellt hatte, einen alten SS-Mann aus dem Sicherheitsdienst, der das Ressort Geisteswissenschaften beim Spiegel leitete. Und mit dem zusammen fährt er zu Herrn Heidegger und lässt Bilder machen von der nicht unbegabten Fotografin Digne Meller-Markowitz, die ich auch noch kennengelernt habe. Wunderbare Fotos, wie sie mit dem Rucksack nach Todtnau-Berg hochmarschieren. Der große Denker Heidegger, der die Machtübernahme des Führers in seiner Freiburger Rektoratsansprache gepriesen hat, dass hier jetzt ein Volk sich erhebt und in seinem Namen der große Adolf Hitler und so. Und nie davon sich distanziert hat oder so, keineswegs. Er blieb immer der braunende Nazi und es waren da längst war Adornos Jargon der Eigentlichkeit erschienen, der diesen Tinef, den der sozusagen philosophisch unter sich gelassen hat, dieses Winterhilfswerk in Permanenz als Philosophie, so auseinandergelegt hat. Also, es ist einer der schönsten Texte Adornos überhaupt. Wunderbar. Und nein, das war der große Heros des Rudolf Augstein und des Spiegel.
Schön ist übrigens jetzt nochmal, dass provoziert worden ist jedenfalls, dass der Wolf, also dieser SS-Mann, zum Spiegel gekommen. Der hat sich vorgestellt bei Augstein und schreibt selbst in seinen Memoiren, solche Leute schreiben immer Memoiren, also schreibt selbst in seinen Memoiren, Augstein hat ihn gefragt, haben Sie selbst Juden getötet? Und dann sagt Wolf, antwortet darauf, nein. Er sagt nicht nein, mein Führer, aber er sagt nein. Daraufhin sagt Augstein, ja, dann kommen Sie an Bord. Die Frage hätte er auch Eichmann stellen können. Und Eichmann hätte mit dem gleichen Recht sagen können, nein, ich habe keinen Juden getötet. Wenn es das ist, bitte, ja, dann kommen Sie doch zum Spiegel. Das war der Kern der Geschichte. Und die nicht gesehen zu haben, also das ist der große Vorwurf, den meine Generation, also die paar aus meiner Generation, die darüber überhaupt nachdenken, sind ja nicht viele, sich zum Vorwurf machen müssen. Am 20.12.2019 starb der Kommunist, Kritiker und Herausgeber der Konkret Hermann Gremlitzer. Der kritische Theoretiker Roger Behrens, der veröffentlichte eine Woche später einen Nachruf auf Hermann Gremlitzer in der Taz Hamburg unter dem Titel »Einer gegen die Dummheit«. Hermann L. Gremlitzer ist gestorben. Das Feuilleton rühmt in den Nachrufen seine stilistische Brillanz, sein literarisches Gespür, seine an sein Vorbild Karl Kraus erinnernde Sprachkritik. Für die Süddeutsche Zeitung war Gremlitzer der große Stilist, der gnadenlose Polemiker. Die jüdische Allgemeine erinnert an den vielleicht größten Journalisten des Landes. Er war das nach seinen Möglichkeiten in einer politischen Konsequenz, die aus der Geschichte eben dieses Landes folgte. Gremlitzer war Kommunist. Er war das nicht nur aus einer Marotte oder Schrulle, und zweifellos hatte Gremlitzer Marotten oder Schrullen reichlich, sondern schlichtweg aus Notwendigkeit. Gegen die zum Zeitgeist geronnene Feindseligkeit, gegen den Faschismus und seine demokratisch getarnten Derivate, gegen jeden Antisemitismus und so weiter. Und das heißt schlichtweg gegen die Dummheit, die sich als gesellschaftliches Bescheidwissen sedimentiert und das politische Lagebewusstsein nicht nur der Rechten und der Mitte bestimmt, sondern auch der Linken. Insofern folgen Stil und Kritik einer geschichtlichen Verantwortung. Was tun wird zur virulenten Problemfrage. Was macht man als Kommunist heute? Die Frage hat Bertolt Brecht in den Geschichten von Herrn Keuner beantwortet. Herr Keuner begegnet Herrn Würr, dem Kämpfer gegen die Zeitungen. Ich bin ein großer Gegner der Zeitungen, sagte Herr Würr. Ich will keine Zeitungen. Herr Keuner sagte, ich bin ein größerer Gegner der Zeitungen. Ich will andere Zeitungen. Diese Sätze finden sich als Motto dem Bestseller Der Aufmacher vorangestellt, den nicht Günter Wallraff geschrieben hat, sondern inklusive Vorwort und Nachwort Gremlitzer, behauptete Gremlitzer. Das Buch erschien 1977. 3 Jahre zuvor, 1974, hatte Gremlitzer das 1957 gegründete Monatsmagazin Konkret als Herausgeber übernommen. Konkret wurde jetzt die andere Zeitung. Was Gremlitzer als Herausgeber, der Konkret beinahe ein halbes Jahrhundert rücksichtslos kritisierte, war der Rausch. Nicht nur bundesrepublikanischer Normalisierung, die Konsolidierung deutscher Ideologie nach 1945, genauso wie die mitunter bizarren Auflösungserscheinungen einer emanzipatorischen Linken mit und nach 1968, die in ihren Auflösungserscheinungen mehr und mehr eben die deutsche Ideologie auszustaffieren half und diese fortsetzte. Vor allem Gremlitzers Beiträge in Konkret, der ihrem Selbstanspruch nach einzigen linken Publikumszeitschrift Deutschlands, waren immer auch Publikumsbeschimpfungen. Oft zynisch, polemisch sowieso, häufig arrogant und herablassend, insbesondere gegenüber einstigen Weggefährten. Gelegentlich auch grober Unfug und beleidigender Quatsch, aber doch meistens in der Sache gerechtfertigt. Gremlitzers Kolumnen sendete, von ihm gelesen, seit einigen Jahren das Radio FSK. Man kann sich gerne aus gegebenem Anlass durch das leider derzeit nicht voll verfügbare Archiv auf den Online-Seiten der Konkret durchklicken und findet das leicht bestätigt, komprimentiert geradezu als Geschichte der Linken und ihres vielfachen Scheiterns. Eine Geschichte der falschen Klassenkämpfe, der falschen Niederlagen und der noch falscheren Siege. Und apropos, ein falscher, weil verlogener Sieg war die Deutsche Demokratische Republik, die zum Teil auch von libertären Linken verteidigte Annahme, die DDR sei wenigstens nominell sozialistisch und antifaschistisch von Staats wegen, wies er schroff ab,
wenn er zu Recht erklärte, dass ein Land, in dessen Nationalversammlung am Anfang 3/4 der sogenannten Volksvertreter ehemals Mitglieder der NSDAP waren, mitnichten ein sozialistischer, ein antifaschistischer Staat sein kann. Kremlitzers Eingriffe waren Eingriffe ins Denken. Das allerdings verdünnisierte sich zusehends. Zur Signatur der Linken im Übergang von den 1970ern zu den 1980er Jahren wurde die krude Mischung aus begriffsloser Anpassung und blindem Aktionismus, das theoretische sich abfinden und das praktische sich einrichten, die Ersetzung der kritischen Theorie durch irgendwas mit Post, der Antiimperialismus, der Antiamerikanismus, die antisemitische Obsession der Antisemiten, die selbstverständlich keine Antisemiten sind, wenn sie antisemitisch sind. Und schließlich die auch schon 1968 proklamierten bizarren Querfrontsverläufe, die immer von links nach rechts führten und führen, die vergeudete Zeit und die bleierne Zeit. Dazu die Unfähigkeit der nunmehr segmentierten Bewegungslinken, von der Friedensbewegung bis zu den Autonomen, sich nicht bloß defensiv mit dem sogenannten Neokonservatismus, dem Geschichtsrevanchismus, dem Historikerstreit, den neuen Rechten und den reaktionären Postmodernisten auseinanderzusetzen. Gleichzeitig spülte eine Esoterikwelle nach der anderen den Leuten das Resthirn aus den Köpfen. Das neue Denken, wie es im Wassermann-Zeitalter von diversen Gurus, Swamis und Yogameistern propagiert wurde, kommentierte Kremlitzer sinngemäß so: Was soll neues Denken sein? Er freue sich, wenn die Leute überhaupt mal denken. Dass Kremlitzer aus der SPD austrat, als diese am 9. November 1989 im Bundestag mit der CDU, CSU und FDP aufstand, um die Nationalhymne anzustimmen, ist die Anekdote zur politischen Kritik der Zeit, nämlich die rücksichtslose Kritik eines kollektiven Narzissmus, der sich mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten auch prompt entlädt. Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln. Dass eine emanzipatorische Linke nur und nunmehr zuerst antinationale Linke sein kann, ist allerdings mitnichten Konsens geworden. Die Restlinke hat sich darüber zerstritten, politische Reflexion verdrehte sich in Befindlichkeiten und Psychopathologien. Davon war auch Kremlitzer nicht frei. Die konkret verlor Leserinnen und Leser, mancher Eingriff war bloß Eitelkeit. Und gegen Kremlitzer wurde zurückgeschossen. In Hamburg-Kremlitzer obwaltet ein Irrsinn, den man nur noch mit dem Ochsenzollstock messen kann, polemisierte der im letzten Mai gestorbene Wiglaf Droste in der Jungen Welt gegen Kremlitzer. Vor 25 Jahren hatten Kremlitzer und Droste gemeinsam versucht, die Junge Welt zu reformieren, wie es auf der Wikipedia-Seite heißt. Es ging ums Ganze, um die Grundsätze, Basisbanalitäten, auf die sich die Linke einigen musste und muss, wenn sie mit Ziel und Absicht des Kommunismus zu denken und zu handeln beansprucht. Wenn das nicht passiert, passiert gar nichts oder nur das Verkehrte. Was als halber Schritt in die richtige Richtung galt und gilt, war und ist immer der Ganze in die falsche, insistierte Kremlitzer. Es ging und geht, wie schon lange und heute auch, ums Ganze unter Bedingungen emanzipatorischer Politik, in denen es nicht ums Ganze gehen kann. Eines müssen wir uns klar machen, sagte Hermann Kremlitzer nach dem Hamburger G20-Gipfel im August 2017 auf einer Veranstaltung. Wir sind eine beschissen kleine Minderheit. Am 20. Dezember ist der Genosse Hermann Ludwig Kremlitzer nach langer schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben.